So, es geht wieder weiter mit Fire Emblem und es neigt sich schon langsam dem Ende zu. Wir sind in Kapitel 30 und das heißt, wir sind im vorletzten Kapitel. Und wir können eigentlich 16 Einheiten mitnehmen. Ich bin mal nicht sicher, ob ich Priscilla noch mitnehmen sollte. Es ist eigentlich nicht nötig und das ist schon okay. Nils muss ich mitnehmen. Hätte ich auch mitgenommen, weil Nils eigentlich relativ nützlich ist. Mehr oder minder. Sein Bade. Und Nils habe ich jetzt mal die Eisenrune und den Drakoschild vorgegeben. Den konnte man einsetzen für plus 2 Verteidigung, glaube ich. Waren es Verteidigung? Ja. Genau. Wenn ihr euch mal angucken wollt, er hat ja ne Items, ne? Könnt ihr mal auf Pause drücken, wenn es euch interessiert, aber ich denke mal, das wird euch wirklich so. Mein Gott, das Spiel. Es ist jetzt nicht so tough, dass ich jetzt sagen würde, oh mein Gott. Ich muss ausgerüstet sein, wobei mir gerade einfällt. ja, Heath lasse ich zurück, natürlich. Nee, Heath sollte ich oder wollte ich eigentlich? Moment. Scheiße, das geht nicht, oder? Wie rum mache ich's? Gebe ich Vader? Nee, ich glaube, ich nehme sogar Vader mit. Dann muss sie aber kurz tauschen mit Isadora von mir aus. Nimm das Shit. So, jetzt muss ich kurz gucken. Wer von denen? Weil in diesem Kapitel gibt es noch einen Geheimladen. Ich will nur gucken, vielleicht hat der noch ein paar Purgativ auf Lager. Wäre ganz nett. Hä? Habe ich die alle im Mail oder so? Ah, die Mitgliedskarte, genau. Die Silberkarte gibt es ja gar nicht. Ja, stimmt. Verkauf ich noch das Schneejuwel und dann hat sich die Sache, würde ich sagen. Gut, also Vader kommt auch noch mit, so. Gut, dann würde ich sagen, passt es eigentlich soweit. Ich kann mal die Karte angucken. Ich weiß gar nicht mehr, wie rum, was hier, was los ist. Oh Gott. Die Karte schaut so groß, es sind so wenige Einheiten. Ich glaube, da kommt noch viel Unterstützung. Und hier oben ist er. Da, hier, dazwischen. Schaut komisch aus, da ist er auch. Was hast denn du eigentlich für Waffen dabei? Viel Oh Gott, viel Blutländer. Nicht gut. Venus. Wuhu. Oh Gott. Ah, Lord Edward, hier. Das ist ein Erzsiegel. Woher hast du dies? Das brauche ich doch jetzt nicht mehr. Fargus hat mir aufgetragen, es euch zu überbringen. Dafür bin ich dankbar. Es wird uns im Kampf sicherlich einen Vorteil verschaffen. Ja, sicherlich, ne? Für Einheit über Level 10, die ihre Klasse noch wechseln muss, ja. Natürlich. Gabba, macht euch meinetwegen keine Gedanken, es geht mir gut. Okay. Ihr wisst doch alles über mein Flötenspiel, oder Gabba? Ich werde alles tun, um auch Ninjans Part zu übernehmen. Genau, denn er hier kann... Na, Musik, nervt nicht. Denn er hier kann jetzt nicht nur Einheiten einen zweiten Zug verschaffen, sondern er kann auch, wie er schon gesagt hat, Linien, meine Einheiten verstärken. Ist ganz nett, warum nicht? So, Lynn, der trifft dich, ne? Aber es tötest du ihn nicht mehr. Du hast 48% Crits, bitte, tu was. Natürlich nicht. Lynn, bitte. Natürlich nicht. Doch, okay. Ich wollte gerade sagen. Es wäre irgendwo ein bisschen blöd gewesen. So. Jetzt könnte ich Nils... Okay, jetzt muss ich kurz gucken, weil wenn der hier oben da reingeht, könnte... Ach, Nils hat so viel Geschicklichkeit, oder? Der hat gar nichts. Der hat 15 KP. Was zur Hölle? Nee, oder? Was ist hier los? Nils! Du bist mein Arsch! So voll! So, Eliwood, stell ich mal hier rüber. Die haben Lanzen, oder? Stahllanze, Silberlanze, Stahllanze. So, bräuchte ich eigentlich eine Axt dagegen? Da ich keine Axt habe? Lass ich mal die Lanze ausgerüstet. So, dann... Hast du? Nee. Ja, ich bin verwirrt.
Wer zur Hölle hat das zweite Lichtschwert? Du? Nee. Hä? Ist das kaputt? Ah, das hat der Kollege hier, Matthew, kaputt gemacht. Stimmt. Stimmt. So. Ja, hau ihn einfach um, bitte. Was? Kein Kommentar. Okay. Ich sag ja gar nichts mehr. Ah, haut daneben, aber wow. Wow. Das war eine normale Einheit, ne? Wow. Viel zu viele Erfahrungspunkte. What the fuck? So, Nils stelle ich mal wieder, natürlich. War ja schon so oft so. In den Wald. Und jetzt können wir endlich mal selber fahren. Oh, so toll. Mit der Ballista, 5 Schuss. Jetzt haben wir 16. Wir können sie nicht... Was? Was ist denn hier los? Ernsthaft? Was war denn das jetzt? Ich bin reingegangen, bin nochmal rausgegangen, weil ich schauen wollte, ob man sie bewegen kann. Aber nö, natürlich. Oh, Spielfehler. Was zur Hölle? Nee. Ey, Spiel. Nerv nicht. Wow. Also, das ist... Nee, komm. Das ist doch behindert. Ach, scheiße. Und ich habe so viele Einheiten. Mann. Ich bräuchte nicht so viele Einheiten. Ah, Vader hat keine Waffen. Vader, stell dich da rein. Und ein Heiler mit hier rüber. So. So. Ne? Ach ja, Banditen. Da war ja was. Da war ja was. Wir müssen ja zu den Ruinen, also zu diesen... What the fuck? Ich wollte gerade sagen, das Problem ist... Das riesengroße Problem ist... Nils ist, glaube ich... Da er ja für die Mission mit muss, darf er auch nicht sterben. Das ist ein bisschen blöd. Ne? Dass die dann alle angreifen, das ist, finde ich, gar nicht mal so gut. Wieso hast, zur Hölle hast du Gewitter? Und ich kann den Scheiß nicht aussprechen hier. Also, diese Dinger hier, die Ruinen, können auch von den Banditen zerstört werden, so wie die Dörfer. Haben wir zum Glück noch nicht. Haben wir gesehen? Ja, im Tutorial, aber naja. Okay. Will. Ah, du kannst auch fahren, das ist wunderschön. So, Ballista. Kannst du? Oh. Mach ich mal kaputt. Zack. Und zack. Ja, schaut sehr spektakulär aus, ich weiß. Wow. Wow. Das war viel. Das war viel. Ich würde... Oh Gott. Nee. Oh Gott. Ach, und ich... Das Wodao ist ungefähr so das Gegenstück zum Schnitter. Nur ein bisschen schwächer. Ich hab's nicht gewusst. Ah, verdammt. Ich müsste ja eigentlich fast... Moment. Hast du denn... Du hast keine Langlanze dabei, ne? Der macht ja keinen Schaden. Ich muss aufhören, mir solche Sorgen zu machen. Die Gegner sind hier maßlos unterlevelt. Das ist... Wow. Ja, komm. Du triffst dich mal. Was zur Hölle? Meine Güte, ich schieb immer so eine Panik und... Gegner können gar nichts, ey. So, Level 13 für Heath. Keine guten Werte. Nein. Ah ja, Verstärkung. Ich wollte eh mal gucken, da ist ein Licht, eine Lichtklinge, die ich leider nicht bekomme. Von... Boah, ein Held Level 16. Boah. Das ist natürlich übel. Der hat eine Teufelsaxt. Oh Gott. Okay, der macht Schaden. Und eine Meisterbogen. Eine Silberaxt. Kriege ich da irgendwas? Nosferatu bekomme ich und so ein Fimbulwinter. Aber... Was? Aura? Oh. Oh. Die haben viel nettes Zeug dabei. Was? Was tut der Silberaxt? Ja. Der Silberaxt-Typi. So, Raven... Ja, ne? Ne? Ey, ich bin so maßlos überlevelt irgendwie.
Keine Ahnung warum. Keine Ahnung. So, dann gehst du mir hier. Wie weit kommst du denn? Du kommst so weit. Okay, du könntest ihn also dann danach angreifen. Du hast eine Axt dabei. Wenn ich das so mache, trifft der mich wahrscheinlich nicht. mit höherer Wahrscheinlichkeit schon. Kann ich dich auch mit aus der Ferne angreifen? Erst wenn du vorgeschwächt bist, und das glaube ich wird Raven oder er hier nicht zustande bekommen, nur zu schwächen, also, oder? Kein Kommentar. Und wenn du direkt angreifst, hahaha, was zur Hölle. Ey, Kinder, was macht sie denn hier für eine Scheiße? Wahnsinn. Ey, die machen so maßlos viel Schaden, das ist abnormal. Ja, komm, hau ihn mal weg. Also den kleinen erstmal, ne? Und zack, natürlich. Hey, Raven ist so eine Übereinheit, das ist, wow. Echt, boah. Nee, weil er trifft eigentlich fast immer zu 100% und trifft halt dann auch immer, ne? Das ist ja das Faszinierende. Macht der jetzt eigentlich mehr Schaden? Nee, natürlich nicht. Schnitter, grittest du bitte einmal. Problem ist dann nur, wenn der oben angreift. Dann habe ich noch 29 Leben, der oben hat eine Silber-Axt, ist im Nachteil. Nö, ja, das passt schon. Elliewood. Danke. Ich wollte gerade sagen, sonst muss ich den mit Raider auch noch retten, das wäre irgendwo peinlich. Ne? Level 9 für den Edelmann. So, er wird schon langsam ein bisschen stärker. So, wieder rumgesponnen ein bisschen. So, komme ich mit ihm? Nee, komme ich nicht. Wie weit kommst du denn mit deinem blöden... Jesus. Ne? So, Lynn kommt genau um ein Feld da nicht hin. Könntest du? Du kannst. Das ist schön. So, dann mach ich das so. Und dann gehst du dahin. Spielst. Tralari lalala. Ne? Ach ja, schön. Ich hab das Lied irgendwie vermisst. Und fast ein Level up. So, und Lynn, hau ihn bitte weg. Natürlich. Was denn sonst? Man sieht die 48% unten? Was zur Hölle? Lynn ist Level 13, oder? Ja. Sehr schön. Sehr schön. Lynn ist also jetzt mal wieder auf Einheitenniveau. Ah, Kinders. Ich habe so viele Einheiten, das ist nicht lustig. Ich glaube, hier oben kommen auch noch viele Einheiten. Ich hoffe es. Weil dann geht jetzt Hector mit hoch. Und seiner Stahlachse ist halt... Ah, Hallöchen. Also die werden getriggert, umso weiter ich laufe. Okay. So, Pendel läuft auch noch mit nach oben. Allein wegen dem Heilen. So, und... Butter ist auch auf Levelniveau, sogar höher als Dockers. Das verwundert mich. So, und du gehst auch noch mit hoch. Das ist dann so gut aufgeteilt. Und ihr da unten, das ist okay. Das ist okay. So, jetzt mal gucken, ob Elliewood gleich stirbt oder nicht. Ja. Yep. Greif du Lynn ruhig an. Ist okay. Ey, ganz ehrlich. Nee, diese KI. Ah. Hilfe. Ja, aber anders, wenn jetzt die KI flüchten würde. Wenn ich stärker als sie wäre. Das wäre irgendwo lame. Dann würde ich hier gar nichts mehr zu tun haben. Und das war ein Grit anscheinend. Okay. Lucius packt aus. Ach schön. So, Fähigkeiten, Geschwindigkeit, sagen wir mal Geschick. Das braucht ein bisschen Leveling. Wow, mein Englisch. Ich brauche ein bisschen Training für Elliewood. Ja, Hilfe. Pff, 27 Schaden. Was zur Hölle.
ist schon recht, dass es zu 0% trifft. What the fuck, hörst du auf? Ist schon okay, aber die 27 Schaden, das sind ein bisschen übel irgendwie. Wie weit kommst du denn? Menus hat ja... Was zur Hölle? Okay. Menus ist die beste Einheit. Hat 4 Werte auf Maximum. Nimm dir mal ein Beispiel, Dart. Du Lappen. Ah, Einheiten. Hallo. Und ich hoffe, da kommt noch mehr. Das wäre so schön. So, Lucius, du heilst da mal bitte den lieben Elliwood. Kriegst noch ein paar Erfahrungspunkte für. Ich würde Elliwood gern auf Level 10 bekommen, die Mission. Also das sollte eigentlich leicht funktionieren, oder? Ja. Achso, ihr ist schon Level 9. Dann auf Level 11. Ja, aber die normalen Einheiten reichen mir auf. Oh, und der hat ja eigentlich Vader angegriffen. Oh. Okay. Finde ich gut. Dann stelle ich sie auch in den Wald. Weil dann greift er garantiert Menus an. Gut, dann wollte ich sagen. Also mir reicht es, wenn die Einheiten auf Level 14 sind im finalen Level dann. Das reicht mir vollkommen, wirklich. Okay, sind das alles Drachenlords? Die sind alles wie wir ein Ritter. Das ist natürlich easy. Ah, schön. Soll ich Verhalten spielen? Ja, komm. Ich stelle mich mir mal hinten rein. Ein bisschen hinter. So, und Lynn auch noch ein bisschen hinter. Und dich auch noch ein bisschen hinter. Natürlich. So. Ah, meine Nase juckt immer. Ja, würde man sagen, unser lieber Will kriegt noch einen Kill, genau. Mit der Level... Was? Zur Hölle. Okay. Damit er Level... sag's mir. Ich muss gerade überlegen, ob ich ihn angreife oder nicht. Weil der hat die Teufelsaxt, das macht mir ein bisschen Bedenken. Deswegen greife ich ihn jetzt an. Genau. Ah, Level 14. So, also Will würde mir schon reichen. Oh, viele Werte. Schön. So, kriegt Hector den Dicken? Ich glaube fast ja. Hector kriegt, glaube ich, den Dicken. So, Hector. Alter. Was zur Hölle. Dieser Schaden. 31 mal 2. Und auch noch 15 Crit-Chance. Das ist... Ich will nicht sagen fast abartig, aber das ist... Wow. Wow. So, und du kommst auch noch hinterher. Kannst du... Nee, kannst du nicht. So. Dann passt es hier oben auch wieder. Da kommen bestimmt noch da oben Einheiten nach. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Und das hier ist die wichtigste Ruine, die wir rein müssen. Glaube ich zumindest. Nordwesten war es, glaube ich, ja. Noch irgendein? Achso. Natürlich. Ja, natürlich. So, ihr greift... Ah, weil ich einen Bogen ausgerüstet hatte. Blöde von mir. Der hat getroffen. Warum hat der getroffen? Was zur Hölle? Was? Wieso hat der getroffen? Was? 28%. Nein. Hilfe. Ah, Hilfe. Mein Kopf. So, was macht's ihr? Ihr fliegt ein bisschen weit. Was? Oh, KI. Natürlich hat er Leichtlanze und da wird er dann besser treffen, deswegen hat er einen Magier angegriffen, weil er auf den die beste Trefferchance hat. Natürlich. Oh, KI. Ah, was machst du? Eclipse. Oh, ich nehme mich in Acht. Oh, und Drifter. Nö, natürlich. Ey, was ist denn das für eine Lusche, bitte? Und ich wusste es und vorbei. Was für eine Lusche, Alter, was für eine Lusche. Hihihihi. Ich könnte sogar angreifen. Was habt ihr dabei? Ihr habt Stahlbögen und Stahlschwerter. Das ist okay. Lucius? Nee. Raven ist auch noch Level 13. Gut. Dann geht's immer weiter vor. Ich mach hier dabei mal den Nomaden kaputt, oder? Ja. Okay. Ich würde mal ganz kurz
gucken, was der mir aus der Ferne abziehen würde. 7, okay. Kein Kommentar. Ich mach's aber so mit der Lichtklinge, weil ich dann, okay, den anderen gleich direkt mit Schaden machen kann, wenn er mich aus der Ferne angreift und Level 10. Boah, Eliwood kriegt sau viel Erfahrungspunkte und einen KP-Punkt. Yay. Hat sich ja gelohnt. Ach, schön. So, Raven kommt auch hinterher, natürlich. Vader geht da rein. Ich glaube, ich gebe Raven sogar den hier. Dann ist ein Scharfschütze, okay. Und der ist noch für Eliwood. Genau. Okay, was mache ich jetzt hier? Ja, ne? Das Hector ist schon Level... Ich bin ja mal so, ne? Hector, hau drauf. Ja, ne? Okay, geil, du hast die Chance. Wenn du crittest, ist dein Kill, wenn nicht, dann gehört er Kent. Tja, Pech würde ich sagen. Oh, vorbei. Versuch's beim nächsten Mal nochmal. So, dann geht Butler hinterher. Achso, nee, halt, nicht so weit. Sonst könnte er über das Meer, über das große, weite Meer, ne? Nee, über den Fluss angreifen, das fände ich gar nicht mal so cool. So, machen wir so, auch wenn ich im Nachteil bin, aber da ist die Lanze mal kaputt. Sonst fliegt da ewig so eine Ein-Hit-Lanze rum, das mag ich nicht. Eigentlich nicht. Also oben ist geregelt, unten ist geregelt, Mitte muss auch geregelt werden. Lynn, wie schaut's aus? Ja. Ja. Geht, ne? Und das Manikati natürlich wieder overpowered. Wieso ist das so stark? Weißt du, wieso ist es... Ach, weil es weil es eine Infanterie ist. Genau. Und Lynn, hau ihn weg. Komm, bitte. Kein Crit, was zur Hölle. Ah, jetzt. Okay. Ich wollte schon sagen. Ach ja. Und Level up. Level 14 schon. Schön. Ich will auf jeden Fall die Lords ziemlich weit oben haben von den Levels her. Weil die halt im Endkampf, soll ich so nennen? Ja, komm. Weil die halt in der Endphase auf jeden Fall dabei sind, sagen wir es mal so. So, Dorkas, geben wir daher und Eisenbogen, töte ihn. Zack. Ich finde so geil, wie die schießen mit den zwei Fingern. So. Naja, okay. Drehe ich, glaube ich, wieder frei. Matthew? Do something, richtig. Silberklinge, mach mal die weg. Und weich bitte auch aus. Weil 11 Schaden wären jetzt gar nicht mehr so wenig. So. Matthew. Schön. Da kommen 3. Von denen bist du nun Heiler? Nee, also Stärkung. Was zur Hölle Stärkung? Stellt alle KP von Freunden in der Nähe. Oh. Oh, ich will einen Dieb haben. Stärkung ist ziemlich overpowered, würde ich sagen. Sprich, wenn er jetzt hier heilen würde, dann würde alles in diesem Umkreis, würde alles geheilt werden. Und zwar voll. Das ist... Boah. Das ist was zur Hölle? Das ist ziemlich massiv, also... Der Mond, der in dein Ghetto kracht. Was? Nein, habe ich nicht gesagt. Nein. Ah, schön. So, Nils, damit du auch mal ein Level-Up bekommst, der kleine... Ja. Ich glaube, ich habe gerade einen Fehler gemacht. Ich habe Nils zu weit vorgestellt. Ah, nicht gut. Habe ich Nils zu weit vorgestellt? Ah, nee. Was? Hä? Greifst du an, bitte? Okay. Gut, Lynn ist schon Level 14. Stimmt. Wie sind wir daher? Daher. Ja. Irgendwas... Also Will ist da oben noch. Ja, stimmt. Fahr du mal hinterher, komm. So. Was gibt denn jetzt? Da kommt der... Was? Beide Helden? Oh. Das war eigentlich nicht so gedacht, dass Dorkas. Dass Hector
Achso. Achso ist das. Der tötet die gar nicht. Oh. Das wusste ich nicht. Eine Meisterlanze. Das ist ja auch nicht so schön, ne? Ach, und da greift er einmal an, weil die Silberklinge kaputt ist. Stimmt. So, dann greif du mal an mit was? Mit dem Schnitter. Töte ihn wenigstens. Matthew. Please. Ne? Ach ja, mein Glück. Die Kritz, die ich bräuchte. Was? Greifst du euch jedes Mal einen anderen an? Und jetzt kann ich sie mal auf die Wahrscheinlichkeit zu treffen, auf die Trefferwahrscheinlichkeit abschieben. Dass er denjenigen angreift, weil das stimmt ja nicht mal. Weil der trifft die alle nicht. Ne? Jeden zu 0%. Säuberung. Okay. Ihr seht, Säuberung ist sowas wie Gewitter, Eclipse. Nur für die Weißmagier halt. Natürlich. Das greift ja auch noch an. Was ist hier los? Also Matthew hätte jetzt tot sein können. Hätte der eine gerettet. Ne? Was? Achso, ja. Hm, klar. Ergibt Sinn, dass er nicht den Elliot angreift. Der ihn Schaden machen würde. Gut, dann Raven. Geh runter, töte ihn, zack und zack, natürlich. Ach, schön. Es geht so schön mit dem Level-Ups am Schluss. Stärke 25, Fähigkeit 25. Schön. So, dann haust du... Bist du stärker als dein Kollege, kann es sein? Jetzt mal ohne Witz, bist du stärker? Der ist stärker, das ist ja gar nicht mehr so cool. Hä? Was zur Hölle? Jetzt ohne Kack. Was soll der Müll? Stirb. Ah. Ach, töte ihn doch bitte mit dem Crit. Nein. Das will ich nicht. Ah, Ellie Woods. Warum? Dann kann ich hier jetzt mal gekonnt ignorieren. Aber gekonnt. Nein. Leg das Wurfball weg, Dart. Leg das Wurfball weg. Okay. Gut, dass ich nachgeguckt habe. Das wäre gar nicht mehr so cool gewesen. Was geht denn hier oben ab? Also ja. Kriegt Pent einen von den beiden? Der hat mehr Schaden bekommen. Ist der... Das sind beide genau gleich. Also das ist... Hä? Ich verstehe. Achso, Lichtklinge, Silberklinge, okay. Gut, hau ihn weg. Einfach so. Ach ja. Und ich mag den Sound immer noch nicht, den Pendant macht, wenn er angreift. Na. So, Stalax, triffst du bitte den wenigstens, sonst bin ich hier ein bisschen aufgeschmissen. Ne? Wäre ganz schön, wenn du treffen würdest, Hector. Danke. Ach ja, schön. Hector Level 13, naja. Der hat doch seine Säuberung und seine Aura. Ja, Aura ist stark, das ist... Hm, okay. Gehst du mit hoch, dann würde ich sagen, kriegt den... einer von den anderen. Achso, er kann nicht... Ah, okay. Er kann also nicht durch Wälder durchfahren. Eine Ballista kommt da nicht durch, anscheinend. Warum auch immer. Ich muss es ja nicht verstehen. So, mit dem Eisenbogen würde ich sagen, haust du den mal weg. Tatsächlich. diese Grits sind so unnötig. Nein. Mann. Ah, Kinder. Ernsthaft. So. Ich sagen... Revanchierst du dich? Ja, komm, du wirst wohl einmal gritten, oder? Ja, okay. Ich wollte nur fragen. Hä? Muss ich jetzt nicht... Ah, genau. Stimmt, das ist der Unterschied zwischen den beiden Grits von Matthew. Jetzt weiß ich wieder. Den Grit, den man gerade gesehen hat, mit dem Bildschirmwechsel,
das ist ein One-Hit, also ein Instant-Kill. Jetzt, das fällt mir gerade erst wieder ein. Ihr habt ja gesehen, der hat 32 Leben gehabt, so wie der hier. Hat aber durch einen Crit, was eigentlich nur 30 Schaden gemacht hätte von Matthew, ist aber gestorben. Ja, das liegt daran, dass das ein Instant-Kill ist. Jetzt, ne, natürlich. Ist es kein Scheiß, den ich erzähle, ist wirklich so. Und ja, ne? Ja, spiel du mal ein Spiel, ne? Ach ja, schön. Und der andere, der ohne den Bildschirmwechsel ist, dann der normale. Klingt logisch. Wieso kannst du eigentlich nur so... greift so komisch an. So, könnte ich ihn noch bewegen, was ich auch machen werde. Ich dachte hoch. Ach, Manus, komm. Muss doch nicht sein, muss doch nicht sein. Ah, hey, Trefferchance. Hey, ich wollte gerade sagen. Wo bleibt das vorbei? Wo bleibt das vorbei? 11 Schaden. Gar nicht mal so wenig. Was? Och, Kinder. Komme ich schon vor wie im Hector-Mode.